dann haben wir es nicht das Recht, irgendwie hinzugehen und den Vermögenden irgendwie zu Geld wegzunehmen, zu bestehlen, sagen wir es mal so, um es den Bedürftigen irgendwie zu geben. Das dürfen wir nicht. Aber die Leute, die wir alle gewählt haben oder auch nicht gewählt haben, die aber die diese Regierung jetzt bilden, die tun das ja mittels Steuern genau genommen. Und dass das eigentlich unmoralisch ist, das steht in diesem Buch. Auch schon für Kinder im Grundschulalter. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Große Freiheit TV. Mein Name ist Martin und wir sind hier auf Usedom bei der Eigentümlich-Frei-Konferenz. Neben mir sitzt Enno Samp. Und wenn du möchtest, dass auch dein Kind mal gerne Gemüse isst, dann hör jetzt mal genau zu, was Enno zu sagen hat. Denn er hat zum Beispiel dieses Buch hier übersetzt, was ich sehr zu schätzen weiß. Und ich weiß zumindest von einem Dreijährigen, der hat das mehrfach durchgeblättert. Er kann natürlich nicht lesen, hat sich dann vorlesen lassen. Und hier drin ist ein Held, der auch Gemüse isst. Und deswegen isst er jetzt auch mal ganz gerne was, weil er auch so stark werden will. Aber das ist jetzt nicht dein Hauptmotiv gewesen, Kinder zum Gemüseessen zu bringen, sondern Enno, erzähl doch mal, was hat dich angetrieben? Warum hast du diese Bücher übersetzt? Ich bin selber in der Tat Vegetarier oder Veganer, Super. aber das hat mit diesen Büchern nichts zu tun. Ja, ich bin darauf gekommen, bin ja in einem Alter, wo viele Menschen Kinder haben und wo man irgendwie in die Verlegenheit oder auch in die schöne Situation kommt, Geschenke mitzunehmen, mit Kindern mal zu spielen, sich mit denen zu beschäftigen und habe einfach festgestellt, dass die neueren, modernen Kinderbücher schon sehr politisch sind. Und genau genommen irgendwie politisch in einem Sinne, was wir als liberale Libertäre nicht so schätzen. Also die sogenannte Political Correctness, die ist da weitestgehend komplett abgebildet. Also einerseits, was die nicht ökonomischen Themen anbelangt, wie Migration, Klimawandel, also alles das taucht da schon auf in diesen Sachbüchern für Kinder. Und das hat mich dann irgendwann auf die Idee gebracht zu schauen, wie sieht es denn eigentlich mit den liberalen und ökonomischen Themen aus? Gibt es eigentlich libertäre Kinderbücher? Da habe ich Stunden, naja Stunden nicht, aber sehr lange im Internet zugebracht, auf alle möglichen Art und Weisen bei Amazon, bei Google mit den unterschiedlichen Stichwörtern zu suchen und gesehen, dass es dort nichts gibt, bis ich dann irgendwann diese Bücher im Englischen in den USA entdeckt habe. Und deswegen bin ich darauf gekommen, die zu übersetzen, den Autor zu kontaktieren, weil ich dachte, so etwas fehlt hier. Und ja, genau genommen waren es irgendwie drei E-Mails, dann waren wir uns einig und seitdem mache ich das. 2017 im Herbst ist das erste Buch erschienen, jetzt sind wir bei Nummer Welches 6. war das? Das war das Das Gesetz. allererste war das Gesetz. Ja. Das Gesetz. Magst du ganz kurz umreißen? Es geht darum, dass quasi es gibt Rechte für alle und es gibt dann das Gesetz. Das ist eigentlich das libertärste Buch von allen, wenn man so Ja, möchte. ich blätter mal zwischendrin durch, weil ich finde nämlich die Illustration stark. Und wenn du vielleicht kurz dazu erzählst, dann kann man die Illustration Ja, können wir machen. ganz kurz. Also vielleicht ganz kurz zum Grundkonzept. Conor Boyack nimmt immer einen libertären Klassiker. In diesem Falle ist es das Gesetz von Frédéric Bastiat und übersetzt die Kernaussage in eine Kindergeschichte. Und die Geschichten erleben immer die Tattle-Zwillinge, also so gesehen ist das eine Serie. Die Bücher bauen nicht aufeinander auf, man kann sie unabhängig voneinander lesen. Und im Gesetz lernen die Zwillinge einfach, was das Gesetz ist, wie wichtig es ist, aber auch wo die Problematik ist. Die Problematik eines Staates, der ja irgendwie Dinge tun darf, die wir beide nicht tun dürfen und irgendwie deine Zuschauer auch nicht. Wie kann es sein, oder umgekehrt, wenn wir wissen, da ist jemand, der ist sehr vermögend und da ist jemand anders, der bräuchte eigentlich dringend Hilfe. Dann haben wir es nicht das Recht, irgendwie hinzugehen und den Vermögenden irgendwie zu Geld wegzunehmen, zu bestehlen, sagen wir es mal so, um es den Bedürftigen irgendwie zu geben. Das dürfen wir nicht. Aber die Leute, die wir alle gewählt haben oder auch nicht gewählt haben, die aber die diese Regierung jetzt bilden, die tun das ja mittels Steuern, genau genommen. Und dass das eigentlich unmoralisch ist, das steht in diesem Buch. Auch schon für Kinder im Grundschulalter. Ja, da war zum Beispiel eine Abbildung von einem Polizisten, der etwas raubt, und dann versteht das Kind, ah ja, auch wenn selbst wenn der Polizist etwas Genau. Falsches macht, ist es immer noch falsch, obwohl er Polizist ist. So ist es. Also die Geschichte geht praktisch so, wie die Kinder haben einen Nachbarn, einen alleinstehenden älteren Herrn, der ganz gut situiert ist und der sagt irgendwie, ich helfe gerne anderen Menschen. Also ich weiß, da ist die Frau
weiß ich gar nicht, Miller oder wie immer sie jetzt heißt. Und ab und zu gebe ich der, wenn ich gute Ernte habe, gebe ich der von meinen Tomaten und von meinen irgendwie Zucchini und so weiter. Das ist eine gute Sache. Wie wäre das denn, fragt er dann die Kinder, wenn die irgendwie kommen würde und sich selber was holen? Dann sagen die, nee, das, dann würde sie ja klauen, das darf man nicht. Aha, das ist richtig. Irgendwie. Und wie wäre das, wenn irgendwie dann ein Polizist an ihrer Stelle käme und sage, der hat und die hat nicht irgendwie, ich sorge dann mal für Ausgleich, dann sagen die Kinder, nein, nein, also Diebstahl ist Diebstahl, ganz egal, wer das macht. Also eigentlich ist es ganz einfach, wie unsere gesamte libertäre Botschaft ja genau genommen ganz, ganz einfach ist, so einfach, dass es Kinder im Grundschulalter verstehen können. Ja. Inwiefern ist die libertäre Botschaft einfach? Jetzt vielleicht für einen Zuschauer, der noch nicht die libertäre Botschaft kennt, wenn du sagst, es ist einfach, wie würdest du es vielleicht kurz prägnant auf den Punkt bringen, die libertäre Botschaft? Jetzt müssen wir gleich schneiden. Naja, also sagen wir mal so, die Wirtschaftswissenschaften als solches, ich habe das auch studiert, ich bin Diplomökonom und ich fand Volkswirtschaftslehre immer sehr interessant, früher. Börsennachrichten, so volkswirtschaftliche Analysen, damals in der Telebörse, die war relativ neu, als ich aufs Gymnasium ging, habe ich das alles immer sehr, sehr gerne gehört. Und wie ich dann angefangen habe, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, habe ich gemerkt, die Volkswirtschaftslehre, das ist reine Mathematik. Das ist unglaublich, das ist sehr, sehr kompliziert und man fragt sich, wieso eigentlich, wie kann das sein? Und wenn man dann anfängt, irgendwie das Libertäre zu lesen, dann merkt man, dass das irgendwie dieses Etablierte völlig überkompliziert ist. Es geht ja eigentlich immer nur darum, was würde ich tun, was würdest du tun, wie reagiert ein normaler Mensch in einer normalen Situation, wenn die Preise steigen, wenn die Preise fallen, wenn die Steuern steigen, wenn es zusätzliche Abgaben gibt und so erklärt sich eigentlich alles. Jedes Problem, jede Lösung, die der Staat versucht zu schaffen, wie kreiert auf der anderen Seite ein neues Problem. Ne? Das ist... Es ist, glaube ich, nicht gut auf den Punkt. Okay, aber es ist auf jeden Fall... Wir probieren das sonst gleich nochmal. Ja, gerne. Also es sind jetzt 6 Bücher veröffentlicht. Ich habe mitbekommen, dass Leute die verschenkt haben und die Beschenkten, ich sag mal, beide Grünwähler, Mama wählt Grün, Papa wählt die Linke. Und die haben sich trotzdem gefreut über die Bücher, haben die trotzdem mit den Kindern durchgelesen und waren trotzdem dankbar, weil es einfach schöne Bücher sind. Was hast du ähnliche Erfahrungen mit Verschenken oder wie waren so die Reaktionen, wenn das Leute frisch in die Hand bekommen haben? Also die meisten Erfahrungen sind sehr, sehr positiv, weil die meisten Kunden sicherlich auch auf irgendeine Art und Weise libertär sind, mehr oder weniger, sage ich jetzt mal. Das kriege ich teilweise direkt zurück von Leuten, die ich kenne oder von Kunden, die dann über meinen Shop direkt bestellen und gelegentlich mal schreiben und antworten. Das sieht man auch bei Amazon in den Kundenrezensionen. Die allermeisten sind sehr, sehr positiv und dann gibt es irgendwie ganz, ganz wenige, die dann einen Stern vergeben und so, wo du weißt, das ist jetzt jemand, der irgendwie sagt, Neoliberalismus ist was ganz Böses irgendwie und da verbreitet jemand solche Propaganda schon für Kinder, das gehört sich nicht. Also solche gibt es auch und ich habe es auch einmal persönlich in meinem Umfeld erlebt, dass jemand sagte so, das Buch werde ich meinem Kind nicht vorlesen. So, das war aber jetzt jemand, der sehr nah am Staat ist, sozusagen, der im öffentlichen Dienst beschäftigt ist und wo jemand anders in der Verwandtschaft oder der Ehepartner irgendwie als Steuerberater oder im Steuerberaterbüro arbeitet. Das sind natürlich Leute, die mit dem Staat dann sehr verbunden sind und vielleicht Schwierigkeiten haben, sich davon erstmal zu lösen oder sich mit dem Gedanken anzufreuen, dass das System als solches vielleicht renovierungsbedürftig ist, und zwar von seinen Grundfesten her. Da ist das Gesetz das schwierigste Buch von allen. Und alle anderen, sage ich jetzt mal, da gibt es eigentlich nur positive Rückmeldungen, weil die etwas deutlich unverfänglicher sind und aus verschiedenen Ansätzen wie einen ganz leichten Einstieg in das libertäre Denken bieten. Wenn jetzt jemand nur 10 Euro übrig hat und sich für ein Buch entscheiden müsste, welches würdest du empfehlen? Ich habe einen Favoriten, aber welches wäre deiner vielleicht auch und warum? Ich habe eigentlich 2 Favoriten. Wenn jemand nur 20 Euro übrig hat. mein erster Favorit ist das Buch mit dem Bleistift. Das ist dieses. Weil das einfachste von allem ist. Das zeigt einfach die Verquickung der Weltwirtschaft, der Wirtschaft weltweit. Niemand, gerade wo wir hier auf Usedom sind, wo es ja früher eine Planwirtschaft gab, in einer freien Marktwirtschaft plant ja niemand.
beziehungsweise es plant keine staatliche Organisation, es plant jeder Mensch und jedes Unternehmen plant für sich alleine. Und auf diese Art und Weise entstehen ganz tolle Dinge und Sachen, die begehrt sind. Steigt die Nachfrage, steigt der Preis. Das motiviert dazu, eventuell nach effizienteren Produktionsmethoden oder nach alternativen Rohstoffen oder Methoden zu suchen. Und auf diese Art und Weise ergibt sich durch diese freie Marktwirtschaft, das ist ja, was Adam Smith die unsichtbare Hand nannte, dass ganz tolle Dinge entstehen. Und die Geschichte hierbei ist einfach, ein Bleistift wird produziert. Die Kinder gehen irgendwie in eine Fabrik, machen einen Schulausflug und alle sind ganz enttäuscht. Sie hätten jetzt gedacht, sie würden sehen, wie man Computer baut oder Autos oder so etwas. Irgendwie, nein, es werden nur Bleistifte hergestellt und alle denken, das ist ja voll langweilig und fragt der Arbeiter auch noch, was glaubt ihr, ist das schwierig oder leicht? Alle glauben, das ist ganz leicht. Kann ein Mensch das alleine genau, sogar sehen wissen? Er sagt dann, ich arbeite hier und ich würde jetzt mal behaupten, es gibt nicht einen Menschen auf der Welt, der das alleine könnte. Und auf diese Art und Weise erklärt er ihnen dann, wie das alles miteinander zusammenhängt. Für einen Bleistift brauchst du Holz, du brauchst Graphit. Und um das ohne Zentralplaner sozusagen, eine unsichtbare Hand alle koordiniert. Genau. Und vielleicht der Einzelne gar nicht weiß, was er beiträgt dazu, warum er den Kautschuk gerade abbaut. So ist es. Ne? Also, perfekt. Und der Förster, der braucht halt irgendwie eine Säge, der braucht irgendwie vielleicht einen LKW, um das abzufahren, man braucht ein Sägewerk, all diese Dinge. Das wird da wunderbar erklärt und das, so dass man einfach ein positives Verständnis oder überhaupt ein Verständnis erstmal bekommt, wie wichtig das ist, dass alle miteinander arbeiten und jeder das tut, was er am besten kann. Das ist auch so, dass alle Bücher irgendwie positiv sind, also es ist kein schlechtes Ende, dass man dann irgendwie sagt, irgendwie jetzt blöd ausgegangen, irgendwie alles ist optimistisch positiv. Welches ist dein Nummer zwei? Die Nummer zwei ist das Buch Die Tattelzwillinge auf der Suche nach Atlas. Zum einen bin ich großer Freund von Ayn Rand. Ja, ich habe ihre Romane verschlungen geradezu. Ich liebe das. Zum anderen ist bei Ayn Rand ja genauso wie jetzt bei dem Atlasbuch von Conor Boyack, geht es um die Unmöglichkeit des Sozialismus und um die Gefahren des Sozialismus. Und auch um die Ungerechtigkeit, wenn Leute, die viel leisten und die wenig leisten, am Ende das Gleiche bekommen sollen. Und das sehen wir heutzutage, das ist ja auch Thema gerade dieser Konferenz in diesem Jahr hier, nach 30 Jahren Mauerfall, dass der Sozialismus auf irgendeine Art und Weise wieder am Kommen ist. In diesem Fall mit ökologischen Vorzeichen, das Ganze geplant werden soll. Wir hier auf dieser Konferenz, habe ich das Gefühl, sind einhellig der Meinung, dass das genauso zum Scheitern führen wird, wie das in der DDR vorher gewesen ist. Und das erzählt praktisch dieses Buch. Und ich komme gerne zurück, wo du gerade sagtest, positiv. Das ist mir von Anfang an aufgefallen und sehr wertvoll gewesen an diesen Büchern. Und das war 2015, 16, wie ich sie entdeckt habe. Das erste ist dann ja übersetzt erschienen 2017. Da gab es diese, wie wollen wir es nennen, Klimapanik in dem Sinne ja noch nicht. Da gab es auch schon Polarisierung zwischen eher linken und eher rechten Bewegungen und die Libertären, für die manchen sind sie links, für andere sind sie rechts und sie selber verstehen sich als irgendwie über dem Ganzen schwebend, ja, zumindest zum großen Teil. Seit Greta Thunberg, und das ist das ja alles noch sehr viel stärker polarisiert, und dort wird ja tatsächlich mit Angst gearbeitet. Das kann man ja nicht anders sagen, ob man denn nun irgendwie dieser Theorie mit dem CO2-bedingten Erwärmung zustimmt oder nicht, aber das sagen sie alle selbst. Sie möchten, dass die Menschheit in Panik gerät, dass wir die Angst spüren, die sie spürt, die Greta, um dann zu den entsprechenden, aus ihrer Sicht richtigen Konsequenzen zu gelangen. Das ist natürlich nachvollziehbar. Wenn jemand irgendwie einen ganz großen Handlungsbedarf sieht, dass er denkt, irgendwie so, wenn das jetzt nicht passiert, dann wird das ganz schlecht irgendwie und bestehen ganz große Gefahren. Deswegen sollten wir schnellstens was tun. Aber ich glaube, ja, man sagt ja, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und erst recht für Kinder. Ich sage das mal so, mehr oder weniger in der Öffentlichkeit. Also wenn ich mir diese Greta Thunberg anschaue, die ist aufgrund dieser Informationen, die sie über den Klimawandel bekommen hat, ist sie ja schwer krank geworden. Sie hat, glaube ich, ein Jahr kaum gegessen und fast nicht gesprochen, nicht zur Schule gegangen. Was wir da so alles wissen, ich glaube, dieser Autismus, der ist von vorher angeboren, soweit ich weiß. Ne? Aber ganz starke
depressive Reaktion hat sie darauf gehabt. Man müsste sich vorstellen, jemand von der AfD oder so würde seine Kinder so einsetzen, so instrumentalisieren, wie dann die Publicity wäre. Ne? Ja, das auch, aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Ich denke einfach nur jetzt aus Sicht dieses Kindes bzw. dieser Familie, wenn ein Kind, egal warum, so extrem reagiert, dann muss ich doch versuchen, es zu schützen. Das Kind braucht Hilfe. Und es braucht Hilfe und ihm zu sagen, okay, das ist ein Problem, ja, das stimmt, das liest man ja auch überall in den Zeitungen oder so, aber es wird schon alles gut, es ist alles gut, es ist nicht so schlimm, wie es da steht, aber wie auch immer, so ein Kind muss man dann irgendwie schützen, weil offensichtlich hat die sich ja darin verrannt, sozusagen, und kommt da kaum draus heraus und erst recht, wenn es so richtig starke körperliche und psychische Symptome hat, dann muss man das Kind schützen irgendwie. Offensichtlich ist es aber gerade andersrum dort gewesen. Die Panik oder diese Angst, die ist dort noch verstärkt worden. Super. Du beschäftigst dich mit dem... Hier ist es eben ganz anders. Conor Boyack spricht alle möglichen Probleme an, des Sozialismus oder von Kooperatismus oder das Problem des Geldsystems, dass die staatlichen Notenbanken praktisch halten und walten können, wie sie wollen. Das Ungeheuer von Jekyll Island, genau. Und jetzt gibt es ja in der libertären Literatur für die Erwachsenen auch mal mehr, mal weniger drastische Darstellungen, aber eben gerade das Gegenteil von den Thunbergs und Co. ist, dass Conor ein Problem skizziert und auch durchaus sagt, dass sie größere Probleme sind, jetzt in Bezug auf das Geldsystem oder in Bezug auf den Staat, bei dem Buch mit dem Gesetz. An der Regierung können böse Menschen sein. Und wenn das so ist, dann ist das sehr problematisch. Das wird da durchaus angesprochen. Aber es wird jetzt nicht gesagt, die Welt geht irgendwie unter. Nicht morgen und auch nicht in 11 Jahren. Sondern einfach so, das ist ein Problem und das können wir lösen. Das können wir lösen, indem möglichst viele Menschen erstmal von diesem Problem und von den Ursachen erfahren. Und dafür sind diese Bücher da. Da kannst du, lieber Leser, liebes Kind, der du das jetzt gelesen hast, irgendwie, deinen Freunden, deinen Eltern, deinen Bekannten erzählen oder die Bücher verleihen, verschenken, einfach, dass sich diese Information verbreitet. Und das ist der einzige Weg, wie man genau genommen das Ganze kurieren kann. Super, also geeignet für Eltern und Kinder ab 3 Jahre, würde ich sagen. Ello, gibt es aus deiner Sicht noch etwas, was du noch hinzufügen möchtest? Ja, auch für oder? Erwachsene. Der Stichwort AfD fiel ja schon. Ist ja interessant, dass gerade in dieser so sehr konservativ oder rechts oder national oder wie immer sie tituliert wird, gefährlichen Partei, was viele so finden, dass aber dort eine sehr starke libertäre Strömung zumindest ist. Also es gibt sicherlich da irgendwie auch viele, die praktisch wie so eine Querfront so sozialistisch offensichtlich planen. Das halte ich für sehr bedenklich. Es gibt aber dort auch irgendwie eine sehr, sehr viele wirklich libertär denkende Menschen und jemand, den ich schon sehr, sehr lange kenne und beobachte und lese, ist der Peter Böhringer. Und ich fand es erstaunlich und sehr, sehr schön, dass er jetzt über die AfD Vorsitzender des Haushaltsausschusses im Deutschen Bundestag ist. Und kriegt da Einblick über die Zahlen, die sonst verborgen bleiben? Ja, das wird er wohl. Ich weiß nicht. Also ich höre mir gelegentlich seine Reden an, finde das meiste irgendwie sehr überzeugend. Und er hat, kennt meine Bücher auch. Meine Bücher. Und er hat gerade zu dem Ungeheuer von Jekyll Island gesagt, das ist nicht nur für Kinder, es ist auch für Erwachsene. Es eignet sich nämlich besonders auch für begriffsstutzige Zentralbanker und Verfassungsrichter. Also das ist in der Tat das Schöne, wenn sich jemand jetzt auch als Erwachsener wie diesem Thema libertär im weitesten Sinne mal nähern möchte. Gut, es gibt sehr, sehr viele gute Literatur und auch leicht verständliche Literatur. Roland Bader insbesondere habe ich sehr viel gelesen. Aber einen ersten Überblick kriegt man natürlich auch als Erwachsener hier mit. Ja, also auf 50 großgeschriebenen Seiten kann man hast du das in der Mittagspause fast lesen. In 20 Minuten, eine halbe Stunde durch und dann hat man einmal erstmal so die grundsätzliche Problematik und die grundsätzliche Argumentation, warum der Libertäre das anders sieht. Warum weniger Staat und weniger Regulierung und weniger Planwirtschaft immer die beste. Super. Enno, dann klasse, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dir hat's auch gefallen und schreib doch mal in die Kommentare, welches der Bücher dir vielleicht gefällt und aus welchem Grund oder ob du Fragen an Enno hast und dann machen wir weiter, ne? Ich danke. Also, alles Gute. Wir machen auf jeden Fall weiter. Vielleicht sagen wir das noch hinten dran. Conor ist im Moment bei Buch Nummer 11. Und du bist bei 6? 10 Bücher sind schon erschienen. Bei mir sind 6. Das 7. kommt im März 2020 und danach geht es auch weiter, denn parallel dazu schreibt Conor Boyack jetzt Bücher für Jugendliche, für 12, 13, 14-Jährige. Das sind dann weniger bebildert, sondern richtig 200, 300 Seiten Taschenbuch, wo man ordentlich was zu lesen hat. Auch das machen wir auf Deutsch demnächst. Freue ich mich drauf. Bis dahin. Danke auch.